Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir haben einen vorgestellt und zwar Voxel Tycoon. Ja, ich habe das Spiel zur Verfügung gestellt gekriegt und recht herzlichen Dank dafür von den Devs. Ja, Early Access ist es, das heißt, es ist am 15. April jetzt gerade frisch rausgekommen. 2021 ist das, falls das einer später guckt. Ja, und ja, wie man sieht, voxelmäßig unterwegs. Das Spiel ist so ein Wirtschaftssimulationsspiel. Und man baut halt, was für Ketten, sag schon, Produktionsketten oder Warenketten baut man. Und ja, da wollen wir doch mal reinschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Bis gleich. So, ja, die Hintergründe, die wechseln ja immer, wie man sieht. Das ist da. Wir gehen mal gerade in die Credits rein, um kurz da zu sehen, wer da so, ne, was mit zu tun hat. Voxel Tycoon, The Game by Andrew Pisakovich, Maxim Barminov und Contributors sind dann da auch noch aufgeführt. Scaleman, Alex Dekevich, Jaco, Ketizoloto, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Es sind genügend da. Ach, man kann auch schneller scrollen, dann will ich das mal gerade tun. Also Übersetzungen gibt es in vielen verschiedenen Sprachen, wie wir sehen. Das finde ich schon mal cool. Ich konnte auch Deutsch auswählen und ich habe es noch nicht angespielt, habe aber nur kurz einmal die Einstellung ein bisschen angepasst. Hier sieht man die vielen Supporter, viel coole Leute dabei, die dann da was geben, damit das Spiel weiterentwickelt werden kann, beziehungsweise dann vorantreiben. Ist ja immer eine Investition, sowas, ist klar. Und Voxel Tycoon. Gut. Dann würde ich sagen, neues Spiel müssen wir machen, ne? Spieleinstellungen, weiß ich nicht, Firmenname ist Voxel Incorporation. Asreiter. Ja, komm, wir machen hier ein EK von, ne? Ein eingefragener Kaufmann. Ich weiß gar nicht, ob man das mit Punkte schreibt oder nicht. Wahrscheinlich schreibt man das mit Punkte. Das sieht auf jeden Fall besser aus mit Punkte, ne? Dann haben wir den Namen der Firma sozusagen. Firmenfarbe, ach, blau ist kalt. Machen wir lieber was Warmes, ne? Aber da gibt es nicht so viele Farben. Machen wir das Rote. Währung ist Euro, Pass, Städtename auf Deutsch. Legt euch fest, welche Namen für Stationsanhänger und so weiter verwendet werden. Okay, Tutorial an World Seed ist dieser hier. Kann man den ändern? Wenn wir den ändern können, dann schreiben wir Asreiter Klein ein. Okay. Wenn ihr das nachspielen wollt mit der gleichen Welt, könnt ihr das dann tun. Schwierigkeit haben wir hier noch. Startkapital, alles ist normal, dann lassen wir das. Insolvenzfrist 3 Monate. Okay, Signale verfügbar ab Start alle. Erlaube Zügen zu verwenden. Okay, passt. Was haben wir hier noch? Regionsgröße ist normal, Gebirge normal, alles ist normal. Das ist auch gut so. Mods haben wir nicht, also können wir dann da starten. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich will hoffen, das Tutorial ist aussagekräftig. Profi-Tipp, klicke und halte das Mausrad und drücke Control, die WASD-Tasten zum Rotieren der Kamera. Control und die WASD-Tasten zum... Okay. Ich hoffe, da geht was mit der Maus auch. Gut. Es lädt noch. Erkunde die Welt. Balken ist gleich voll. Wirtschaftssimulation, so wie Simotrans, so ähnlich. Nur dann mit Minecraft-Optik wahrscheinlich. Na? Wollen wir noch? Läuft auf Linux übrigens. So, da sind wir. Willkommen in der Region Gefres. Dies ist ein guter Ort, um Geschäfte zu machen. Suche nach Rohstoffvorkommen, um mit dem Bau zu beginnen, Fahrzeuge zu kaufen und den Bedarf der Stadt zu entdecken. Wenn du bereit bist, stelle komplexe Produkte her, erforsche neue Technologien und erweitere Asreiter E.K. auf neue Gebiete. Viel Glück. Also wir haben Gebiet 4 Millionen Quadratmeter, wir haben Ressourcen Holz, Kohle, Eisenerz. Subarktisch ist es, also es ist ein bisschen kalt hier. Die Städte heißen Gefres, 201 Einwohner, die haben Tourismus. Birges, 199 Einwohner, gemischt.
Mellrichstadt 187 Einwohner industriell und Heubach 186 Einwohner industriell. Nachfragen gibt es dreimal Holz, zweimal Eisenerz und einmal Kohle. Alles klar. Willkommen zu Voxel Tycoon. Erste Schritte. Dieses Tutorial führt dich schnell durch die Grundlagen. Du kannst das Tutorial stoppen und jederzeit zurückkehren, indem du auf die Schaltfläche Tutorial oben mit dem Buch klickst. Also das da. Fortsetzen. Lerne, wie man die Kamera steuert. WASD ist klar. Q drehen. Ne, rauszoomen ist das. Okay. Control. Das ist dann so. Okay. Und das ist drehen. Alles klar. Weiß nicht, ob man das braucht. Baue eine Mine. Musst eine Ressource abbauen, damit du sie in Kunden in Städten verkaufen kannst. Wähle Industrie-Sourcengewinnung in der Werkzeugleiste, um die verfügbaren Minen anzuzeigen. Wähle Kohlemine in geöffnetem Fenster, um mit dem Bau zu beginnen. Industrie. Ressourcengewinnung. Wähle Kohlemine. Mit dem Bau zu beginnen. Bau die Mine auf dem Kohlevorkommen. Drücke R, um das Gebäude vor dem Bauen zu drehen. Okay, wo ist das Kohlevorkommen? Sehe ich irgendwo ein Kohlevorkommen? Hier oben ist Holz und da ist die Nachfrage wahrscheinlich. Ist das hier das Kohlevorkommen oder ist es Wasser? Mellrichstadt. Hier ist Kohlevorkommen. Oder da darf ich nicht bauen. Ja. Was ist das? Da ist Eisenerz. Okay, das ist braun. Dann müssen wir weitersuchen. Da ist Holz. Da ist wahrscheinlich auch Holz. Ich sehe es Vorkommen leider nicht. Wirges? Ach, das sind Schatten von den Wolken, die da lang fliegen. Ja, wäre jetzt schön, wenn ich das... Da ist das Kohlevorkommen, alles klar. Dann zoomen wir doch da mal rein und... Aber ich glaube... Da ist es billig und umso intensiver, umso teurer, oder wie sehe ich das? Ja, komm, zack, gebaut. Baue eine Mine, drücke R, um das Gebäude vor dem Bauen zu drehen. Ja, habe ich jetzt nicht gedreht, brauchte man aber auch nicht, oder? Baue eine Station nahe der Mine. Nur musst du eine Station in der Nähe des Mine bauen. An der LKW wird Kohle beladen werden können, um sie an einem Kunden an Heizwerk zu liefern. Wähle Straßenterminal in der Werkzeugleiste, um die verfügbaren Bahnhöfe anzuzeigen. Wähle Güterbahnhof im geöffneten Fenster, um die Bau zu beginnen. Baue die Station in Reichweite der Mine. Straße. Terminal. Bushaltestelle, Güterbahnhof. Und den habe ich jetzt. Ich drehe das jetzt aber mal. So rum würde ich das drehen. Jetzt würde ich das auch nicht so ganz so nah dran bauen, sondern eher so daneben. Ich glaube, das Einzugsgebiet ist noch so gut, ne? Machen wir das mal dahin. Du kannst erkennen, ob sich ein Gebäude in Reichweite der Station befindet, indem du auf seine Farbe achtest. Wenn das aufläutet, bist du goldrichtig. Okay, das war ja wohl dann so. Fortsetzen. Baue eine Station in Kundennähe. Okay, das ist auf die gleiche Weise. Musst du eine Station in der Nähe deines Kunden um eine Stadt bauen, wo du geförderte Kohle verkaufen wirst. Du kannst eine Station über eine existierende Straße bauen, wenn du dort genug Platz vorhanden ist. Wähle Straße, Terminal. Ja, das ist das gleiche wie gerade. Und das ist dann wiederum der Güterbahnhof. Und jetzt muss ich den Kunden finden, der die Kohle haben will. Zoomen wir mal raus. Hier, der will die Kohle haben, oder? Ich würde sagen, das ist die Kohle, ne? Das ist Heizwerk, okay, passt. Das heißt, wir gehen nochmal hier auf Terminal und müssen das hier irgendwo hinbauen. Ja, ist nur die Frage. Der reißt das dann ab, oder? Wenn ich das drehe, passt das dazwischen? Ach so, die Straße. Ist nicht in Reichweite dann. Hm. Ich glaube, wenn ich das dann richtig machen will, dann muss ich schon ein Häuslein abreißen. Oder wie sehe ich das? Ah, warte mal. So wird es noch gehen und ich brauche nichts abreißen.
Zack, gemacht. Drücke R, um das Gebäude. Okay, haben wir. Verbinde deine Station nur mit einer Straße. Wähle Straßen und Straßenanlegen in der Werkzeugleiste, um die verfügbaren Arten von Straßen anzusagen. Wähle Straßen im geöffneten Fenster. Klicke auf das Straßenende in der Nähe einer Station, um mit dem Verlegen einer Straße zu beginnen. Klicke auf das Straßen in der Nähe einer Station, um die Straße zu bauen. Das ist jetzt Straße legen, ne? Jetzt müssen wir mal hier gerade wieder rauszoomen wahrscheinlich. Und wo war jetzt? Da war es nicht. Das muss hier hinten irgendwo gewesen sein. Da ist es. Ja. Jetzt ist die Frage. Ach so, wegen dem See ist es wahrscheinlich. Jetzt habe ich schon die Straße passend gebaut. Passt, oder? Klicke auf Straße. Ja, ich glaube, das sind wir schon durch jetzt mit. Jetzt musst du deine Garage bauen, um einige LKW zu kaufen. Eine Garage kann an einem bestehenden Straße angeschlossen werden oder du kannst sie später manuell anschließen, wenn du möchtest. Wähle Straße, Fahrzeugdepots in der Werkzeugleiste, um die für kühlende Garagen anzuzeigen. Wähle Garage, um geöffnete Fenster, um mit dem Bau zu beginnen. Fahrzeugdepot. Ja, ich glaube, auch wenn ich jetzt das da unten lieber bauen würde, weil das da, ne, Sinn macht, baue ich es dann doch hier hin, weil ich ganz einfach sage, hier ist es sinniger. Bauen, aber bedenke, dass die LKWs den ganzen Weg von dort zu ihrem Ziel fahren müssen. Es macht nicht viel Sinn, sie weit weg von der Mine zu bauen. Ja, aber vielleicht kann ich die LKWs ja auch noch woanders bauen lassen. Ja, vielleicht mache ich es dann doch hier oder so. Also, wie gesagt, es macht... Ja, wir machen es dahin und fertig. Gut, es ist Zeit, mit dem Aufbau einer Flotte zu beginnen. Klicke auf die Garage. Kaufen. Dann sehe ich nichts mehr. Auch sehr schön. Klicken Sie, auf der Kohle transportieren kannst. Du siehst es oben auf der Karte. Klicke unten auf den grünen Kaufen-Button, um eine LKW zu kaufen. Okay, das ist ziemlich klein. Das sind Personen, das ist Holz, das sind Personen und das ist wahrscheinlich der LKW, den ich kaufen muss. Klicke unten auf den grünen Kaufen-Button, um den Kauf zu bestätigen. Fortsetzen. Jetzt geben wir deinem LKW einen Auftrag. Klicke auf den LKW im Garagenfenster, um das Fahrzeugfenster zu öffnen. Ah, Garagenfenster. Das ist das Garagenfenster, okay. Klicke auf den LKW im Garagenfenster, also da drauf. Und jetzt halt hinzufügen. Das bedeutet, ich muss wahrscheinlich da drauf klicken. Und dann da drauf klicken, oder? Na, wahrscheinlich nicht. Klicke auf die Station der Mine und wähle den Auftrag laden. Auftrag laden, Logistik, Statistik, Übersicht. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich glaube, den können wir wegmachen. Fahrzeug Nummer 1 ist im Depot. Halt hinzufügen, machen wir jetzt. Wähle ein Zielort. Ah, jetzt ist es erst ausgewählt. Laden. Und jetzt gehen wir da oben hin und machen hier den zweiten. Ach so, naja, lass uns das mal lieber lesen. Klicke auf Halt hinzufügen. Ah, warte mal, das heißt, da kannst du es wegmachen schon wieder. Klicke auf den Termin und wähle den Auftrag laden. Klicke auf Halt hinzufügen. Unten dann auf die Station in der Nähe des Kunden, aber wähle diese mal die Aufgabe entladen. Wo ist denn bitte schön Halt hin? Ach da, ganz klein. Okay, und da. Und entladen. Haben wir. Und dann auf die Station in der Nähe des Kunden werden und diese Aufgabe entladen. Klicke auf die grüne Schaltfläche. Okay, um die Bearbeitung des Fahrplans zu beenden. Habe ich. Fährt er jetzt schon? Nee. Also oben auf den Schalter klicken. Oh, der hupt sogar. Da fährt jetzt hier Tin Lizzy oder sowas. Okay. Haben wir. Jetzt, wo du die erste Kundenversorgung eingerichtet hast, kannst du dich auf andere Nachfragen in deiner Region konzentrieren. Befriedige die Bedürfnisse der Stadt, um die Wirtschaft wachsen zu lassen, um zur erhöhten Kaufkraft und neue Kunden für
wird die sich dort niederlassen. Erforsche neue Technologien, baue Fabriken, um komplexe Produktionen herzustellen und erwerbe Zugang zu neuen Gebieten, um das Ass Reiter eingetragener Kaufmann-Imperium zu vergrößern. Viel Glück. Das war das Tutorial, ne? Wähle ein Tutorial aus, was du erkunden möchtest. Du kannst jederzeit dort weitermachen, wo du aufgehört haben oder bereits abgeschlossen Tutorial erneut besuchen. Ist das das Tutorial von gerade? Ja. Gut, dann gibt es noch kein weiteres. Ist aber auch nicht schlimm. Ich denke, wir werden uns hier zurechtfinden. Wir haben jetzt das erste Fahrzeug, welches hier ist, 5 geladen hat. Jetzt müssen wir nur gucken. Fahrzeugdepot ist klar. Lass mal zumachen. Das Fahrzeug fährt. Wir haben hier die Logistik, Heizwerk. Nimmt Kohle an. Nachfrage ist 110. Im Lager sind 185. Ist schrecklich Kohle. Versorgen Sie den Unternehmensbedarf mit der erforderlichen Menge in Gütern, um ihn im Laufen. Irgendwo heult ein Wolf, ne? Ist schon krass, oder? Eine Menge an Gütern im Laufen zu halten. Es ist wichtig, den Unternehmensbedarf nicht zu überversorgen, da sonst der Preis sinkt. Ja, genau. Dann warten wir mal ab, bis der da ist. Oh, der jault ja. Hoffentlich ist das dann nicht so, dass der Fahrer nachher aus der Kabine gerissen wird von Wölfen und dann fährt keiner mehr, ne? Wo ist denn unser Kapital? Hier unten, oh. Budget ist 503.000. Es blinkt hier das Hauptquartier. Da ist die Flotte zu sehen. Hier sind die Baumenüs. Gleise, Förderbänder, Terraforming, sonstiges abreißen wahrscheinlich, genau. Hier gibt es eine Forschung. Es gibt keine gebauten Labore, um neue Forschung zu starten. Technologie beim Öffnen. Forschung entwickeln. Grundlagenforschung zum Bau einfacher Fabriken zum Förderverbändern. Baue ein Labor. Eisenverhütung, Holzverarbeitung, Fertigung. Okay, das ist jetzt unser Labor. Das kostet, wow, 85.000. Ich würde es jetzt mal einfach hier hinstellen. Ist das irgendwie rotierend wichtig? Kein Eingang, kein Ausgang. Da ist die Tür, ab zur Straße, gucken, wie das Labor so handwerklich funktioniert. Labor, neue Forschung starten und Forschung starten. Machen wir das doch mal. Ich hoffe, das läuft jetzt. 0 von 45 abgeschlossen, der Balken geht ziemlich schnell, aber keine Ahnung. So, jetzt haben wir hier dem das Geld gebracht, die Ware gebracht. Nachfrage 5 von 110 haben wir erfüllt. Level 2, nach Level 3 braucht man mehr Wohnbevölkerung. Letzte 30 Tage liefert 5 Tonnen oder was es auch immer ist. Geld verdient 1192. Das Labor kostet Schweinemoos. Melderichstadt Ost, Melderichstadt Süd. Okay, Fahrplan, Details. Achso, das ist Fahrzeug 1. Jetzt ist gerade hier alles bunt geworden, kann das sein? Okay, sieht aber schick aus. So, ich glaube, wir müssen jetzt definitiv hier das öffnen. Wir kaufen ein weiteres Fahrzeug und wir kaufen noch einen Truck. Können ja ruhig 2 fahren. Kaufen wir. Und dann können wir das schließen. Wo ist jetzt Fahrzeug 2? Da, klar. So, Halt hinzufügen ist wieder hier unten. Wir wollen da jetzt die Produktion steigern. Laden. Und hier oben entladen, ne? Ja. Falsch. Fahrzeug 2 ist das. Halt hinzufügen, das. Und da ist Entladen angesagt. Das Ganze starten wir jetzt. 3 von 45. Also er läuft einmal durch und dann ist hier eine Zahl erhöht. Alles klar, dann wissen wir das mit der Forschung schon mal. Garage ist jetzt zum Kaufen nur da. Labor, das können wir auch machen, aber brauchen wir jetzt gerade nicht. Heizkraftwerk hat jetzt 5. Wo ist das Auto? Dauert ganz schön lange mit dem Auto. Bis die dann da mal ankommen, ne? Da müssen wir mal schauen, was wir da machen, dass es flotter geht. So, wir können jetzt aber... Ja, was können wir machen? Das ist die Frage, ne? Wir hatten eben im Baumenü... Die Industrie, Ressourcengewinnung, Eisenerzmine und Holz, Sägewerk.
Wo baue ich das Sägewerk hin? Da, wo Holz ist. Holz habe ich doch eben auch schon gesehen, ne? Habe ich Holz eben nicht gesehen? Holz, da ist Holz. Hier ist ein Wald. Bauen wir da hin. Dann bauen wir jetzt hier ein Depot. Oder ein Terminal heißt das hier. Doppelte Bushaltestelle, Bushaltestelle, Wegpunkt. Ne, ich brauche das hier. Und baue das mal hier so hin. Und dann bauen wir die Straße. Nach hier. Geht natürlich nicht, ist klar. So passt's dann. So, und wo war der? Hier ist der. So, Reichweite von Terminals ist dann nicht so ganz so groß wahrscheinlich. So, das drehen wir mal. Warte mal, wenn ich da oben eine Reichweite habe von so 2. Ja, okay, das geht dann wahrscheinlich sogar. Machen wir den dahin. So, jetzt kaufen wir einen LKW. Kaufen einen LKW für Holz. Das ist der. Kostet 26.000. Kaufen wir. Und der LKW bekommt einen Halt, der hier ist, zum Laden. Und einen Halt fügen wir hinzu, hier zum Entladen. Dann gibt es hier einen grünen Button und dann fährt das Ding. 35 km/h, ah ne, 50 fährt er doch schon. Okay, und dann haben wir 3 LKW am Start. Finde ich schon mal ganz cool, das Spiel. Gefällt mir richtig gut. Möllrichstadt hat 187 Einwohner. Naja, wir haben wahrscheinlich wieder die kleinste Stadt erwischt. Forschung läuft. Und ja, jetzt müssen wir nur darauf warten, dass wir hier mit der Kohle ins Plus kommen. Budget kann man bestimmt auch noch angucken. Gebäude haben wir das gekauft. Gebäudewartung müssen wir bezahlen. Neue Fahrzeuge haben Geld gekostet. Fahrzeugbetriebskosten, laufende Kosten also haben wir. Handel sieht so aus. Geht also. Passagiertransport hatten wir noch nicht. Forschung haben wir hier. Kreditzinsen müssen wir bezahlen. Okay, sonstiges Profit. Das heißt, wir haben 22.500 Leihe und Tilge haben wir auch 22.500. Okay, verstehe ich jetzt nicht, aber egal. Wir können noch einen Kredit aufnehmen. Aha, das ist das wahrscheinlich. Gut, gefällt mir soweit ganz gut. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir das ein bisschen ausbauen. Und wenn wir es ausgebaut haben, dann müssen wir schauen, dass wir Profit machen. Und das kriegen wir schon hin, denke ich mal. Dann würde ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Vorschau. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge bzw. Vorschau. Bis dann. Ciao.